Moin Moin, ich bin's, euer Flappy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Einige von euch haben sich bestimmt gefragt, wie sieht meine neue Wohnung aus? Wie habe ich sie eingerichtet? Nun, heute sind die Möbel endlich gekommen. Und jetzt, wo alles fertig aufgebaut ist, kann ich euch mal meine Wohnung zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen dieses kurzen Videos. So, die Hometour beginne ich dort, wo man reinkommt. Das ist meine Haustür. Nun drehe ich mich um 180 Grad. Dann seht ihr meine Wohnküche. Und zu der gehe ich jetzt mal näher heran. Ganz rechts seht ihr meine neue Couch. Aber erstmal die Wohnküche. Also ihr seht, ich habe das sehr küchenmäßig eingerichtet. Hier sind Küchenschränke, in der Mitte ein Kühlschrank und hier sind noch mehr Küchenschränke. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es in den Schränken aussieht. Das kommt ein anderes Mal. Ich muss erstmal noch die ganzen Sachen, die in den Schränken sind, noch sortieren. So sieht es aus, wenn ich zu meiner Tür rausgehe. Da seht ihr meine Schuhe. Dann gehen wir mal in einen kleinen Raum. Das sollte das Schlafzimmer sein, aber diesen Raum werde ich definitiv nicht nutzen. Dafür habe ich meine schöne Schlafcouch. Also bleibt der Raum erstmal leer. Ich habe keine Idee, was ich mit dem Raum anstellen soll. So, drehen wir uns um 180 Grad. Dann seht ihr mein schönes Wohnzimmer. Hier seht ihr meinen schönen riesengroßen Kleiderschrank. Den Inhalt lasse ich euch trotzdem noch verborgen. Wie gesagt, es muss noch alles erstmal sortiert werden. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite. Da seht ihr meinen schönen Couchtisch. Meinen schönen Teppich. Und meine richtig geile Couch mit Massagefunktion, Musikanschluss, also heißt, ich kann da ein USB-Kabel anschließen, damit kann ich sogar das Handy laden, AUX-Kabelanschluss und ganz hinten versteckt ist eine Lautsprecherbox. Das heißt, ich kann auf meiner Couch schön Musik hören. Hier seht ihr noch eine Menge Kissen, meine blaue Decke. Und meine schöne Aussicht auf den Hamburger Stadtteil Harburg. Die schönen Häuser hier. So, hier seht ihr nochmal die Couch von der anderen Seite. So. Das war's jetzt erstmal von hier. Dann zeige ich noch den letzten Ort in meiner Wohnung. Das Badezimmer. Dieses Mal ist es sauber genug, dass ich es euch zeigen kann und nicht so wie in meiner alten Wohnung, wo ich das Badezimmer nicht zeigen konnte, weil das so in einem miserablen Zustand war. Oh, die Qualität wird schlechter. Hoffentlich wird die gleich besser. So, das ist das Badezimmer. Ihr seht, eine Toilette, Klospülung, Toilettenpapier, Badetuch. Eine Menge Deos, ein schönes Waschbecken, noch mehr Handtücher, ein Geschirrtuch und sonstige Badezimmerutensilien. Also nichts Besonderes. Und ich habe eine schöne Dusche. So, das war es jetzt erstmal von meinem Badezimmer. So, ich habe euch jetzt alles gezeigt. So, jetzt seht ihr mich mal wieder. Was haltet ihr von meiner tollen neuen Wohnung? Schön im Dachgeschoss. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und bis dahin
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.